Moin meine lieben Sneaker-Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Weekly Release Update hier auf meinem Kanal. Wie jeden Mittwoch dreht sich hier alles um die neuesten Leaks, News und natürlich auch anstehenden Releases aus dem Sneaker-Bereich. Wenn euch das Thema interessiert, dann lasst unbedingt hier ein Abo da. Beginnen tun wir diese Woche wieder mit dem Release Recap, heißt wir sprechen einmal durch, was so passiert ist in den letzten Tagen, was ich bis jetzt noch nicht angesprochen habe. Und hier ist ein neuer Air Max One Colorway gedroppt, nämlich der Aura und Midnight Navy. Und ich muss sagen, der kommt schon relativ wild. Rein vom Optischen her erinnert er mich so ein bisschen an den Vintage Denim Air Max One oder Denim Air Max One. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie der hieß. Auf der anderen Seite, finde ich, hat er hier auch so ein bisschen Parallelen zu dem Concept Mellow Colorway. Insgesamt sehr, sehr schick und dementsprechend hier auch mal vielleicht einen Blick wert. Als ich jetzt reingeguckt habe, heute, bevor ich aufgenommen habe, war noch ein Teil der Sizes verfügbar. Dementsprechend, wenn euch der Colorway interessiert, schaut unbedingt hier mal vorbei. Ähnlich ausgefallen ist der weitere Drop, der hier ebenfalls noch stattgefunden hat. Denn über die Confirmed App ist ja hier die Wales Bonner Kollektion gedroppt. Und neben vielen verschiedenen Kleidungsstücken gab es hier auch vier neue Samba-Colorways, die hier durch eins herausstechen, nämlich dass sie ganz und gar nicht diese schlichten Schuhe sind, die man eigentlich von der Silhouette kennt. Denn wir haben hier neben auch sehr ausgefallenen Colorways zusätzlich noch eben dieses Pony-Hair, diese Pony-Hair-Optik, die noch mit eingebracht worden ist im Upper-Material. Ist auf jeden Fall sehr gewagt. Ich persönlich finde vor allem, dass dieser hellere Colorway von dem Color-Blocking an sich so ein bisschen Armamanier-Vibes mitbringt. Also dieses Braun-Sale-Weiß-Farbene, finde ich, passt schon sehr, sehr gut. Ist auf jeden Fall hier nicht für jedermann was, würde ich sagen, denn nicht jedem gefällt das Thema Pony-Hair-Upper. Für all diejenigen, die aber etwas gewagter sind, ist es auf jeden Fall hier was echt Interessantes. Und ich glaube auch eben, dass die Nachfrage nicht ganz so hoch war für alle vier Colorways und dementsprechend hier auch eben keine Resell-Karte, weil es eben doch was ganz Besonderes ist. Kombiniert mit eben diesem sehr hohen Retail von 200 Euro ist es was, was wahrscheinlich viele Leute abgeschreckt hat und wo wahrscheinlich auch so die breite Masse nicht wirklich groß dran interessiert ist. In meinen Augen aber trotzdem echt nice Dinger. Damit gehen wir dann aber auch schon in das nächste Kapitel über des Videos, nämlich in die anstehenden Releases. Und da ist diese Woche mal wieder relativ viel geboten. Angefangen hier am 9.11. mit dem Drop des Off-White Air Force One mit im Varsity Mace Colorway. Es gab ja hier im Vorhinein so ein paar verschiedene Namen, wie eben den Grim Reaper Colorway oder den Canary Yellow Air Force One mit. All das scheint jetzt sich hier eben nicht weitergetragen zu haben, also hier anderer Name, aber trotzdem der gleiche Schuh. Es ist in meinen Augen hier rein konzeptionell der beste Air Force One mit, eben nicht nur, weil wir hier dieses coole Stitching hinten auf der Ferse haben, sondern auch mit dem Color Blocking passt das Ganze, finde ich, am stimmigsten zusammen. Ist aber auch da eben, wie ich es auch schon ein paar Mal gesagt habe und wie ich auch so das Feedback bekommen habe, mit der Outsole eben einerseits rein optisch nicht für viele was, weil es ihnen einfach nicht so gut gefällt. Auf der anderen Seite leidet hier natürlich auch so ein bisschen die Alltagstauglichkeit, aber in meinen Augen trotzdem ein Schuh, bei dem man mal vorbeigucken kann, denn ich finde ihn trotzdem sehr, sehr interessant. Rein Resell-technisch, basierend auf dem, was so in der Vergangenheit mit den anderen Colorways war, glaube ich, wird der Schuh keine allzu hohe Nachfrage haben. Dementsprechend sollte auch hier das Retail-Weh halbwegs akzeptabel zu erreichen sein. Das war es aber tatsächlich auch noch nicht mit den Sambas für dieses Video, denn am 10.11., also nur einen Tag später, werden wir über Adidas, über die Confirmed App einen weiteren Drop sehen. In diesem Fall hier mit Sporty and Rich. Es sind zwei Colorways an der Zahl, einmal der Bold Gold Colorway, auf der anderen Seite der Burgundy Colorway. Beide sehr dezent und schlicht gehalten mit der hellen Basis und nur einer weiteren relativ auffälligen Kontrastfarbe und natürlich der Gum Outsole. Die sind hier sehr, sehr wearable im Gegensatz zu der Wales Bonner Kollektion und ich glaube, dass hier deutlich mehr Leute ein gewisses Interesse haben. Vor allem, weil bei dem letzten Release der Sporty & Rich Collab in einem anderen Colorway oder ich glaube, es waren sogar mehrere Colorways, die da gekommen sind, konnte man hier im Nachgang doch feststellen, dass ein Ticken mehr Leute Interesse hatten, als man ursprünglich angenommen hatte. Dementsprechend bei den Schuhen hier solltet ihr unbedingt teilnehmen, wenn ihr sie gerne für euch haben möchtet. Ich glaube, dass die hier gar nicht so einfach zu bekommen sein werden. Und was den Resell betrifft, auch da ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich meine, der Markt geht gerade komplett den Bach runter. Kann also hier bedeuten, dass man noch für einen guten Preis die Schuhe bekommt, aber hängt natürlich auch irgendwo wieder ab von dem Stock. Dementsprechend trotzdem teilnehmen und ich drücke euch selbstverständlich für den Release die Daumen. Zeitgleich werden wir aber auch noch einen weiteren Release sehen und der wiederum wird jetzt hier über die Sneakers-App stattfinden und es handelt sich hier um den Air Jordan 5 im Navy Colorway. In erster Instanz war es hier ein Schuh, der doch relativ gehypt war, zumindest unter den Air Jordan 5 Fans, gerade weil dieser Colorway an sich auch relativ namhaft und auch sehr gefragt ist. Was mich jetzt hier bei genauerer Betrachtung so ein bisschen irritiert hat, ist die Verwendung der Upper-Materialien. Einerseits finde ich es natürlich cool, dass hier wieder ein bisschen experimentiert worden ist.
Auf der anderen Seite ist einerseits dieses Mesh-Upper, was hier verarbeitet worden ist, nichts, womit ich gerechnet hatte. Und auch diese Art Cracked Leather, was man hier zumindest in einem gewissen Rahmen erahnen konnte, bei den Early Picks doch noch ein bisschen stärker ausgeprägt, als ich das eingeschätzt hätte. In meinen Augen richtig schicker Colorway mit der weißen Midsole, passt das alles super gut zusammen. Aber eben auch mit der neuen Kombination der Upper-Materialien kann ich mir hier vorstellen, dass deutlich weniger Leute tatsächlich dann doch ein Interesse an dem Schuh haben. Also auch hier für diejenigen, die an dem Release teilnehmen werden. Ich glaube, ihr habt gute Aussichten, euch einen Schuh zu ergattern. Und damit gehen wir dann auch schon einen Tag weiter und wir kommen bei dem 11.11. an. Und hier werden wir einen neuen Air Jordan 11 Colorway bekommen. Und hier ist der Neapolitan doch auch zumindest für einen Air Jordan 11 relativ gefragt. Denn was viele Leute hier eben entdecken, ist so eine gewisse Parallele mit diesem braunen Ton, was an Travis Scott erinnert. Genau das könnte hier zumindest für einen kleinen Schub in der Nachfrage sorgen, vor allem für die größeren Sizes. Und genau damit sind wir dann aber auch im kritischen Bereich. Denn leider handelt es sich hier um einen Women's Release. Das heißt, die maximal verfügbare Size wird eine EU44.5 sein. Und daher wissen wir eben auch, in der Vergangenheit waren die größeren Sizes dann immer sehr limitiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Schuhe hier nicht sonderlich einfach zu bekommen sein werden, eben zumindest in den größeren Sizes. Ihr solltet also hier auf jeden Fall bei dem Drop teilnehmen. Ich kann mir nämlich vorstellen, mit diesem leicht untertourigen Hype, der da mitgeht, heißt es nicht zwingend, dass der Schuh sich komplett ausverkauft und hier auch extrem teuer wird. Aber auch hier gilt, wie immer in meinen anderen Videos auch gesagt, am Ende des Tages ist es schade, egal ob man 10 oder 50 Euro oben drauflegen muss. Damit sind wir dann aber auch schon bei dem nächsten Release angelangt und der soll am 14.11. stattfinden und wieder der Erwartung vieler und so auch meiner ist der Schuh tatsächlich auch schon in Sneakers gelistet und es handelt sich hier um die Kollaboration zwischen Nike SB und Tidebooth. Der Schuh selbst erinnert mich hier zumindest in gewissem Maße an die Staple Pigeon Collab, was für mich auch initial den Reiz an dem Schuh ausgemacht hat. Dazu kommt, dass mit dem Color Blocking der Schuh natürlich auch sehr, sehr wearable ist. Mit der weißen Maserung, nämlich mit dieser Anti-Rutschmatten-Optik, ist es auch nochmal ein zusätzliches Detail, was für mich den Schuh sehr, sehr interessant macht. Entwarnung direkt auch schon an dem Punkt, denn wir haben es ja eigentlich schon letzte Woche erfahren, kurz nachdem ich mein Video hochgeladen hatte, dass es mit dem Upload in die Sneakers-App dann sich doch als falsch erwiesen hat, dass die Zunge doch orange ist, also alles so, wie wir es eigentlich ursprünglich angenommen hatten. Und ich habe hier tatsächlich auch noch weitere Informationen für euch, nämlich haben wir jetzt hier eine Stock-Number, die grob gerumort wird und hier soll es sich tatsächlich in einem ähnlich großen Bereich bewegen, wie auch schon bei der Lobster-Kollaboration. Aber wir haben auch da leider etwas erfahren müssen, nämlich dass wir in der EU relativ schlecht weggekommen sind und das scheint sich auch dieses Mal hier wieder zu bewahrheiten. Denn obwohl der Stock mit knapp 75.000 Paaren relativ groß erscheint, ist für die US-Sneakers-App der Großteil geplant und hier in der EU sollen tatsächlich nur irgendwas zwischen 5.000 und 6.000 Paare kommen. Ist auf jeden Fall mal eine Ernüchterung in erster Instanz. Ich persönlich hoffe, dass die Nachfrage hier nicht ganz so groß sein wird und auch da sieht man auf dem Resale-Markt schon, dass die Schuhe ein bisschen runtergekommen sind. Meine Hoffnung ist, dass dieser Trend beibehalten wird, denn dann werde ich mir diesen Schuh hier safe holen, denn mir gefällt er, wie ich es auch schon gerade gesagt habe, extrem gut und dementsprechend finde ich, ist es ein echter Hingucker. Somit haben wir dann aber auch schon den letzten Release erreicht, der zum jetzigen Zeitpunkt hier feststeht und es handelt sich um einen Air Jordan 3 und der ist auch leider hier wieder ein Women's Release, nämlich der Air Jordan 3 im Off-Noir Colorway. Etwas früher als ursprünglich angenommen, werden wir den Release jetzt schon am 15.11. erhalten. Auch da habe ich ein relativ gemischtes Feedback aus der Community bekommen. Es gibt viele, die sagen, extrem nicer Colorway, sehr schwarz, dementsprechend gut geeignet jetzt für die kommenden Monate und dementsprechend auch das eher durchwachsene Wetter, was wir da erleben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder welche, die sagen, naja, komplett schwarzer Air Jordan 3 ist jetzt nicht ganz ihr Vibe. Ich finde, dass diese Gesamtkonstellation und auch diese Optik, die hier aufgebaut worden ist, den Schuh deutlich optisch nochmal aufwertet. Er wirkt sehr, sehr hochwertig und dementsprechend auch etwas luxuriöser als manche andere Air Jordan 3. Ich glaube wiederum aber jetzt hier, dass wir keine große Nachfrage erleben werden. Ich meine, selbst der Reimagined Air Jordan 3 hat keine exorbitante Nachfrage gehabt. Warum sollte es dann an dem Punkt hier für den Schuh gelten? Aber wie auch schon bei dem Air Jordan 11, kleiner Haken an der Geschichte, Women's Release. In meinen Augen wirklich nicer Schuh, bei dem ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen solltet. Denn eben wie vorher schon angesprochen, für das kommende Wetter sind die Schuhe hier mit der Upper-Farbe deutlich dankbarer als manch anderer Colorway. Und damit würde ich sagen, machen wir dann auch gleich den fließenden Übergang in das nächste Kapitel des Videos und wir kommen zu den Leaks und News. Und wir haben ja hier in den letzten Wochen schon mehrfach ein paar neue Blicke und auch Infos erhalten zum Valentine's Day 2024. Neben den zwei SB Dunk Lows, die wir inzwischen kennen, gibt es jetzt ja auch noch einen weiteren Schuh, bei dem man einen Closer Look bzw. tatsächlich sogar die offiziellen Bilder hat. Und es handelt sich hier um einen neuen Air Force One. Mit dieser Plüschoptik finde ich das Ganze doch sehr, sehr stark ausgearbeitet. Mir gefällt das wirklich gut. Es ist mal ein bisschen was anderes. Alleine diese Plüschoptik, finde ich, passt zu dem Air Force One deutlich besser, als ich das eigentlich eingeschätzt hätte.
Und natürlich auch das Colorblocking selber passt sehr, sehr gut zu diesem Topic. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß hier der Stock sein wird. Ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass es hier vielleicht ein etwas limitierterer Air Force One sein wird. Aber da müssen wir natürlich noch weiter abwarten. Aber hier ein Schuh, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass er mir doch so gut gefällt. Und diese Woche muss ich nochmal ein Thema aufgreifen, was ich letzte Woche angesprochen habe, nämlich das Thema Yeezy Releases. Nachdem wir letzte Woche ja hier grob die Info erhalten haben, dass es bis Ende 2023 wohl keine weiteren Yeezy Releases mehr geben wird, man aber nicht so genau wusste, woran das eigentlich lag, hat es jetzt in diesem Zusammenhang hier ein paar Neuerungen gegeben, beziehungsweise aktualisierte Informationen. Und es ist tatsächlich hier in dem Fall so, dass hier behauptet wird, dass es kein absoluter Abschluss ist. Also sie sind nicht komplett gecancelt worden, sondern, und das war hier so ein bisschen mein Bauchgefühl, was ich auch letzte Woche schon geäußert habe, dass es sich hier jetzt vielleicht eher um einen Aufschub gehandelt hat. Und das soll anscheinend eben auch so sein. Im Frühjahr 2024 soll es dann eben mit neueren und auch alten Releases weitergehen. Also wir sollen neue Colorways von Foamrunnern und Slides bekommen, aber eben auch Restocks, die jetzt noch eigentlich für den November gerumort worden waren. In meinen Augen hier auch da eine starke Information, denn dieses ganze Hickhack auf Dauer mit Adidas und Yeezy, das nervt schon so ein bisschen. Bin auf jeden Fall hier happy, dass es sich doch relativ schnell jetzt hier weiterentwickelt hat und wir neue Informationen erhalten haben. Und all diejenigen, die sich eben auf die Yeezys gefreut haben, die jetzt noch hätten kommen sollen, ein paar Monate Geduld noch, aber im Laufe des nächsten Jahres werdet ihr die Schuhe dann wahrscheinlich endlich bekommen. Bei dem nächsten Thema handelt es sich um eins, was doch auch relativ kritisch ist und wo viele Leute hier etwas zwiegespalten drauf blicken. Nämlich das Thema Quality Control und Nike. Und auch da, es mag hier wahrscheinlich wieder nur ein Einzelfall sein, hat sich aber mal wieder was ergeben, was sich rasend schnell über vor allem die sozialen Medien verbreitet hat. Und es handelt sich hier um den Restock von dem Dusty Olive Dunks. Und einer, von dem man weiß, der hat hier einen Dunk bekommen, bei dem kein Swoosh drauf war. Kann natürlich hier und da passieren, gerade aber eben auch mit dem, was wir so erlebt haben, vor allem im Laufe diesen Jahres und auch Richtung Ende letzten Jahres, dass hier Air John 4 Armour Manier auseinandergefallen sind, was ich aus der Community gehört habe, oder auch böse andere Flaws dabei waren, oder auch der Air John 3 Reimagined, wo eben teilweise das Elephant-Muster gar nicht zu erkennen war. Also es hat sich eigentlich gehäuft und die Entwicklungen waren auch sehr, sehr ernüchternd über die letzten Monate. Es hat sich jetzt hier mal wieder eine weitere Story ergeben. Das ist wahrscheinlich nur ein Einzelfall, aber ich wollte es euch natürlich nicht vorenthalten, denn es ist auch hier mal wieder ein weiteres Zeichen, dass trotzdem, auch wenn man jetzt länger Ruhe hatte, Nike immer wieder solche Situationen passieren. Und da wir jetzt hier eben auch in großen Schritten auf das nächste Jahr 2024 zugehen, sind natürlich auch ein Großteil der Informationen hier relativ stark zentriert auf das neue Jahr. Ebenso verhält es sich mit der neuen Information, die wir jetzt haben, denn es soll ein absoluter Air Max One Klassiker zurückkommen, in diesem Fall hier der Sporty Royal Air Max One. In meinen Augen hier neben dem roten Colorway einer der absolut besten Air Max Ones, bei dem ich hier vielleicht doch nochmal eine Nummer eher den Trigger pullen werde als bei dem roten Big Bubble. Abgesehen davon, dass ich es beim Big Bubble bis jetzt einfach noch immer mega bereue, dass ich mir den Schuh nicht geholt habe. Inzwischen ja auch ein Colorway, der einen relativ großen ikonischen Status hat. 2024 soll er wohl zurückkommen. Eine andere Information, die in dem Zusammenhang immer wieder kommt, das ist hier das Thema Air Max Day. Also es wird hier immer wieder in den Mund genommen an manchen Ecken, dass der Schuh vielleicht am Air Max Day kommt. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich werde wahrscheinlich mir diesen Air Max One dann doch mal wiederholen. Denn Blau ist eine meiner absoluten Lieblingsfarben und damit bin ich nicht alleine. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch viele von euch da draußen geben, die sich bei diesem Schuh hier auf jeden Fall ein paar sichern werden. Vor allem rund um Travis Scott hat sich ja in den letzten Wochen ja relativ viel getan, abgesehen von seiner eigenen Silhouette. Jetzt gibt es aber hier ein paar Neuerungen, nämlich die Tatsache, dass es wohl kein Cut the Check sein soll, sondern dass der Schuh jetzt irgendwie in Jumpman Jack umbenannt worden ist. All das ist natürlich hier auch noch nicht bestätigt. Wir werden es wahrscheinlich dann erst sehen, wenn die Schuhe tatsächlich releasen. Aber neben den etlichen anderen Colorways haben wir jetzt hier tatsächlich auch endlich mal ein Bild, was den Schuh zeigen soll, den wir jetzt wahrscheinlich als erstes noch dieses Jahr erhalten sollen. Und es handelt sich hier um das Air Jordan 1 Low Olive Lookalike, was ich auf der einen Seite relativ kritisch beäuge, weil ich es natürlich auch schön gefunden hätte, wenn man hier ein bisschen neuen Colorway mal reingebracht hätte. Aber es heißt natürlich nichts, denn eine weitere Information ist, dass neben dem, den ihr jetzt hier seht, auch noch weitere Colorways vielleicht kommen sollen. Allgemein hier relativ schwierig, auch jetzt noch abzuschätzen, was eigentlich da am Ende des Tages auf uns zukommt. Denn neben der Optik, die man jetzt hier sieht, hatten wir eben auch andere Bilder, die ich in anderen Videos schon gezeigt habe, die einen komplett anderen Look von dem Cut the Check oder Jumpman Jack zeigen. Insgesamt bin ich auf jeden Fall weiter hyped. Ich freue mich darauf, was Travis Scott aus der Silhouette gemacht hat, denn das kann in meinen Augen auch hier ultra stark werden. Und dementsprechend bin ich natürlich weiter auch sehr, sehr gespannt, wie es aussehen wird. Und damit sind wir dann aber auch schon bei der letzten Info angekommen und auch die hat es auf jeden Fall in sich. Denn es handelt sich hier um eine weitere SB-Collab, die doch auch sehr gehypt inzwischen ist und die viele Leute haben wollen, nämlich um die April-Collab.
Wir haben jetzt hier eben nicht nur tatsächlich inzwischen die ersten offiziellen Bilder von dem Schuh, also heißt, es könnte hier auf ein Sneakers-Release hindeuten, aber dazu gibt es gleich noch ein paar Informationen. Erstmal zu dem Schuh selber noch ein paar genauere Worte, denn ich finde ja allgemein diese Parallelen, die ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe, mit dem Metallic Swoosh oder auch dem Upper-Material, wie hier beispielsweise bei dem Turbo Green, ist es ein Schuh, der auf jeden Fall einerseits ultra wearable ist, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr hochwertig aussieht. Insgesamt hier auf jeden Fall einer der absolut besten Releases und auch da herrscht eigentlich eine relativ weit verbreitete Meinung, die das ähnlich sieht wie ich. Und dementsprechend wird es ja auf jeden Fall ein Schuh werden, der deutlich schwerer zu bekommen ist, als einem das eigentlich lieb ist. Aber wir haben jetzt hier eben auch noch weitere neue Informationen, denn es soll wohl zumindest für die USA gelten, dass dieser Schuh hier ebenfalls über Sneakers releasen wird. Zu einem Stock haben wir leider noch nicht wirklich einen genaueren Einblick bekommen. Ich würde mir natürlich hier erhoffen, dass es ein ähnlich hoher Stock sein wird wie bei dem Tide Booth SB, aber mal ganz ehrlich, davon gehe ich leider nicht aus. Zudem ist auch die Nachfrage bei dem Schuh hier deutlich höher. Ich glaube, dass es hier auf jeden Fall ein SB sein wird, der nochmal einen Ticken mehr im Resale gehen wird, im Gegensatz zu vielen anderen Releases, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Eben auch bemessen daran, wie viele Leute den Schuh eigentlich haben wollen. Für mich hier aber absolut nice Info, auch wenn es nicht viel aussagt, dass wir hier die offiziellen Bilder haben, könnte es trotzdem hier mal ein bisschen Hoffnung bringen. Und wir haben vielleicht tatsächlich Glück, dass wir auch hier in der EU einen Sneakers-Release bekommen werden und dementsprechend können wir zumindest mal an dem Drop teilnehmen. Damit sind wir dann leider aber auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Gab auch hier wieder eine Menge anzusprechen und auch die nächsten Wochen wird es ja trotzdem noch weiterhin viele Informationen geben. Wie auch schon letztes Jahr oder auch die Jahre davor, ergibt sich im Laufe der letzten Monate jedes Kalenderjahres eigentlich nochmal relativ viel für das nächste Jahr. Dementsprechend solltet ihr unbedingt einschalten und solltet auch unbedingt mal ein Abo dalassen, damit ihr immer up to date seid. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video wieder gut gefallen hat. Wenn es so ist, lasst gerne wieder ein Like, ein Abo und einen Kommi da. Und wenn ihr gerne wissen möchtet, was auch letzte Woche noch im Leaks und News Bereich so passiert ist, dann schaut unbedingt mal in diesem Video hier vorbei. Da war wirklich unfassbar krasser Stuff dabei. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein.